Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Inni hier und herzlich willkommen zum ersten Video von Cyberpunk 2077. Ja, Freunde, die heutige Folge wird ein kleines Let's Test zu diesem neuen Game hier werden. Ich habe auf Instagram eine Abstimmung gemacht, euch gefragt, ob wir das Ganze Let's Playen sollen. Und da war die eindeutige Abstimmung noch nicht so richtig da, denn wir hatten eine 70-30 Abstimmung. Und deshalb, Leute, werde ich hier auch nochmal gleich eine Abstimmung reinmachen, die ihr am Ende des Videos dann gerne auswählen könnt. Weil ich bin mir noch nicht sicher, ob wir dieses Spiel jetzt playen sollen oder nicht. Es ist jetzt ganz neu rausgekommen, es ist ultra im Hype. Und ich habe mir schon ein paar Sachen angeschaut, hatte das auch mal angetestet gehabt auf einem Event. Und ja, ich werde natürlich auch gucken, wie eure Resonanz sein wird, weil es wird keinen Sinn machen, dieses Spiel zu bringen, wenn es, keine Ahnung, kaum Leute schauen oder... ja, weil es hat über 25 Stunden Spielzeit und ich möchte nicht jetzt, dass wir auf dem Kanal ein Projekt anfangen, was so wieder den Kanal ein bisschen... runtertreibt, ne, weil mit Spider-Man Call of Duty, das habt ihr abnormal abgefeiert und deshalb werden wir das heute mal gemeinsam antesten. Wir werden auch direkt eine dicke 40-50 Minuten Folge rausballern, Leute, vielleicht sogar ein 1-Stunden-Special, wir schauen einfach mal und werden gucken, was uns dieses Spiel hier zu bieten hat. Es soll richtig krank sein, die Macher haben da wirklich auch über 7 Jahre oder so an dem Spiel gesessen, also es muss einfach nur krank sein, jeder zockt es zur Zeit und ich werde mir das jetzt gemeinsam auch mal reinziehen und gucken, ob es mir gefällt, ob es euch gefällt, weil ich will ein Spiel nicht nur bringen, weil es im Hype ist oder sonstiges, Freunde, ne? Keine Sorge. Es muss mir natürlich auch gefallen und das werden wir jetzt herausfinden, Leute. Und deshalb lasst mir eure ehrliche Meinung da und lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt, okay? Lasst einen Daumen nach oben da und schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht wird das ja unser neues Let's Play auf diesem Kanal, was wir jeden Tag rausbringen werden. Denn wenn wir es jeden zweiten Tag rausbringen, würde es zu lange dauern. Und damit würde ich sagen, mit dieser funky Musik starten wir rein ins Abenteuer. Let's go! Ich würde sagen, wir zocken mal auf der Schwierigkeit normal, weil schwer wird, glaube ich, echt richtig schwer. Deshalb normal. Und es gibt jetzt, glaube ich, 3 Optionen. Genau, davon habe ich auch schon gehört. Entweder Nomade, du bist durch die Badlands gezogen, hast Schrottplätze und Treibstoffdepots geplündert. Das Leben außerhalb der Stadt ist kein einfaches. Aber es hat auch Vorteile, einem Nomadenclan anzugehören. Ehrlichkeit, Vertrauen oder Street Kid. Also wenn ich das jetzt so vom ersten Blick einfach sehen würde und aus dem Bauchgefühl entscheiden müsste... dann würde ich ganz klar Street Kid nehmen, Digga. Ein Junge von der Straße, Digga. Safe. Wir nehmen den Street Kid, Leute. Und jetzt können wir unseren Charakter gestalten. Und ich würde sagen, wir nehmen natürlich hier den Mann. Gucken wir mal, was. Wir können hier so viele Sachen einstellen. Das habe ich auch schon gesehen. Man kann hier wirklich so ins Detail eingehen. Stimmlage, maskulin. Ich bin wie? Ich bin wie? Boah, was eine Stimme. Hautfarbe. Ich würde sagen, wir stellen das mal jetzt hier ein bisschen so ein, Leute. Und gucken einfach mal. Hautfarbe können wir alles einstellen. Hauttyp. Oh, da kannst du ja wirklich alles einstellen mit Pickeln und Arschritze, alles mögliche. Frisur, ach du Scheiße, was können wir denn hier alles machen, Mann? Wir nehmen auf jeden Fall eine entspannte Frisur. Okay, ich würde sagen, wir basteln einfach mal ein bisschen hier und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, super, geiler Übergang. Okay, Leute, ich habe jetzt die ersten Punkte mal von unserem Charakter gemacht. Ich finde, sieht eigentlich ganz okay aus soweit. Haben wir ein bisschen noch hier ein paar Tattoos hinten auf den 3mm Kopf gemacht. Und ja, jetzt gehen wir mal weiter und gucken, was jetzt auf uns warten wird. Charakterfertigkeiten. Jedes Attribut umfasst mehrere Fertigkeiten. Also wir haben 7 verfügbare Punkte. Können wir jetzt hier in die Konstitution ballern, in die Intelligenz, Reflexe, technische Fähigkeit oder in die Coolness. Ich sage, wir packen erstmal einfach bei jeder Kategorie 1 drauf. Jetzt haben wir noch 2 übrig. Machen wir mal die Reflexe höher und die... Konstitution. Guck mal, da steht auch mal links, was er alles bedeutet. Sowohl Attribute als auch Fähigkeiten gewähren die Abhängigkeit von deinem Spielziel unterschiedliche Boni. Okay, wir machen einfach mal... Nehmen wir mal die Coolness. Komm, wir haben einen coolen Charakter. Weiter geht's. Okay. So, fährt hoch. Wir zocken übrigens auf dem PC, Leute, weil auf der PlayStation ist die Grafik echt nicht gut. Weil da gibt es noch nicht die Next-Gen-Version. Auf PC soll das eine richtig kranke Grafik haben. Ich hoffe, dass auch alles flüssig laufen wird, Leute. Wenn nicht, haben wir ein kleines Problem. Aber ja, was soll man machen, Leute? Dann ist es halt soweit. Dann muss ich die Grafik ein bisschen runterstellen. Ich achte auch nebenbei, dass alles passt. Boah, sieht schon sehr krank aus. Hier, als Schmerzmittel. Boah, was ist das für ein Beat? Der ist noch niemals Copyright. Aber ich habe extra ausgestellt. Gebrochene Nase richten, Shot trinken. Ja. Oh, das ist so ein Beat, Digga. Warte, wir gehen mal kurz Pause. Einstellungen. Ich habe eigentlich, man kann hier das Geile bei dem Spiel, muss ich ehrlich sagen, man kann hier einfach urheberrecht geschützte Musik deaktivieren aus. An. Also die sind alle aus. Also können wir einfach jetzt laufen lassen, die Musik. Wir brauchen uns um nichts kümmern. Wir starten rein. Gebrochene Nase richten. Shot trinken. Nur zerschmerzt, dann ist alles okay. Also wer mich kennt,
Wer mich kennt, ich glaube, der wird erstmal einen dicken Shot trinken, Alter. Boah, Digga, was eine Grafik, Alter. Und jetzt richten wir erst die Nase. Erstmal trinken, betäuben und dann die Nase. Krack. Hier. Geiler. Dieser Hurensohn. Alles in Ordnung, Hermano? So ein Bastard wollte mich überfallen. Hab's verhindert. Was? Jemand von hier? Würde jemand von hier auf so eine Scheiße Idee kommen? Was eine Grafik, Bruder. Hör zu, ich hab ein Problem. Echt ernst diesmal. Du hast Ärger, spuck's aus. Also man kann ja auch Entscheidungen treffen, die die Story verändern und sowas. Ich muss erst mal gucken, worauf wir uns überhaupt einlassen, Leute. Wenn euch der erste Eindruck gefällt, lasst schon mal jetzt einen Daumen nach oben da. Vielleicht macht ihr ja die 10.000, 15.000 Likes voll. Dann erklärt sich das von selbst, ob wir das zocken werden oder nicht. Aber mir muss es natürlich auch gefallen. Du hast Ärger, spuck aus. Los, raus damit. Was ist es diesmal? Weißt du, ich hab Schulden bei Kirk. Mann, der bricht mir die Beine, wenn ich nicht bis morgen zahle. Und der Mann, der stot ernst, hat die Kartelle auf seiner Seite. Du arbeitest mit Kirk? Jede Sau in Haywood weiß, dass das ein verdammter Halsabschneider ist. Mein Bruder ist aus dem Knast. Wollt ihm eine Party schmeißen. Ach, hab Scheiße gebaut, wie? Krass, aufstehen, ich rede mit Kirk. Wann lernst du es endlich? Also entweder direkt so eine, dass wir aufstehen und dem helfen. Wir können ja direkt so viel entscheiden. Jetzt wie? Ich weiß ja nicht, in welchem Verhältnis der mit diesem Pepe hier steht. Pepe Manolas y Kripos. Aber egal, wir helfen dem mal. Vielleicht gibt's jetzt eine dicke Schlägerei direkt. Ich rede mit Kirk. Aber dann schuldest du mir was. Oder kommt ihr klar auf diese verdammte Grafik, Alter? Kommt ihr klar? Also das ist auch, weil wir auf PC zocken. Auf PS4 sieht das nicht so aus. Da kommt erst nächstes Jahr Next Gen. Dein erster Besuch in Night City, Hume. Verfolge die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Wenn du bereits ein erfahrener Edge Runner bist, kannst du die Anzeige der Tipps auch deaktivieren. Du kannst über die Datenbank jederzeit auf die Tutorials. Okay. Ein guter Junge. Muss vom rechten Weg weg. Läuft flüssig, ne, wenn ich mich bewege und so drehe. Alter. Aber ich sag dir, es tut dir leid und du bist Frieden. Können wir ein bisschen mal gucken hier. Boah, was sind das für crazy Leute hier, Mann? Du kannst hier ja. Du kannst mit jedem reden, du kannst dir hier Kondome bestellen, du kannst hier. Kolumbianer vielleicht? Drogen kaufen bei Samuel L. Jackson, du kannst alles hier machen, Bruder. Ah, sieht schon sehr krank aus. Also, ich glaube, dass das irgendwie ein sehr krankes Storyspiel werden kann mit so vielen Facetten, Bruder, und die Beats hier. Alla chicas manolas y kripos. Y vamos de kripos. Y los abletos. Hola, chica! Ich will nichts kaufen, ich will dich kaufen! Digga, diese Beats sind doch niemals Copyright, Alter. Ihr wollt mich doch verarschen, in den Spiegel schauen. Also, wenn die Beats Copyright frei sind, dann leck mir doch am Sack, ehrlich. Hola, chicas. So, wir reden jetzt mit Kirk. Suche Kirk im ersten Stock. Ich hab eine Katze gehört. Wer ist denn Kirk? Kirk ist auf Türkisch 30 oder 40 oder so, ne? Boah, Digga, ich könnte direkt abdancen. Ist das der Kirk? Was willst du denn? Ist man ein Hamburger? Lass mich in Ruhe. Was guckt der mich so an, Alter? Er sieht schon sehr krank aus von der Grafik, Mann. Okay, wir reden hey, mit Kirk. Können wir reden? Wie? Lang nicht gesehen. Schieß los. Was willst du? Setzen, hab von dir und Pepe gehört. Ja, komm. Hör zu. Pepe hat mich geschickt. Wieso? Zu feige, die Eddie selbst zu bringen? Sag ihm, ich beiße nicht. Noch nicht. Was willst du? Was schuldet er dir? Drück ein Auge zu. Zu Big Joe, was willst du? Boah, guck mal, der mich schon anguckt, Digga. Der guckt mich so an. Digga, guck's, ey. So am liebsten würde ich ihm jetzt gerade echt... Drück ein Auge zu. Oh, ja, Kellnerin. Abbeiß mal ein Auge auf die Kellnerin, Leute. Eia, was? Was schuldet er dir? Wieso zu feige, die Eddie selbst zu bringen? Sag ihm, ich beiß nicht. Drück ein Auge zu. Was schuldet er dir? Das ist erstmal die wichtige Frage. Wenn er denn jetzt irgendwie, was weiß ich, was schuldet, machen wir erstmal das hier. Komm, jetzt ohne Stress an. Boah, guck mal, der mich anguckt, Mann! Was schuldet er dir? Okay. Was schuldet er dir? Ich will die Privatsphäre meiner Kunden nicht verletzen. Aber sagen wir mal, eine Menge. Ein Kredithai mit einem Gewissen? Klingt zu schön, um wahr zu sein. Oder was hast du für Ohren, Alter? Ja, frohe, verfickte Weihnachten. Drück ein Auge Drück zu. Drück mal ein Auge zu, ja?
Er zahlt schon noch. Er braucht nur etwas Zeit. Sehe ich aus, als ob ich hier einen Wohltätigkeitsverein schmeiße? Wenn man sich Eddies borgt, zahlt man sie zurück. Mit Zinsen. Das ist verficktes Allgemeinwissen. Soll ich etwa ein Auge zudrücken, nur weil der Wichser nicht weiß, wie so ein Deal läuft? Nein. Tu es, weil ich dich darum bitte. Du kennst mich. Ich bin Geschäftsmann. Ich muss wissen, was für mich dabei rausspringt. Ein Gefallen bei mir, du kriegst keinen Ärger. Boah, was antworten wir jetzt? Ein Gefallen bei mir? Komm, wir sind so korrekt zu diesem Pepe, wir sagen, du kriegst einen Gefallen bei mir, komm. Ich weiß, nichts ist umsonst. Ich schulde dir dann einen Gefallen. Verlockend. Ich hab da schon eine Idee. Was ist das? Okay. Megakarre auf der Titelseite. Gibt davon nur 4 Stück in NC. Und ich soll jetzt eins klauen, oder was? Der Direktor von Rayfield. Ryan die zweite. Die dritte gehört einem Verleih. Und die vierte? Die wird meinem Klienten gehören. Natürlich erst, nachdem du sie für mich klaust. Weiß nicht, ob ich da... Digga, ich soll dem jetzt so ein verdammtes Auto klauen, Alter. Das finde ich... ziemlich eilig. Weiß nicht, ob ich das packe. Ehrlich, Digga, weiß nicht, ob ich das packe, Digga. Was für Auto klauen, weil der eine Typ da Schulden hat? Ich klaue nicht. Und selbst wenn, würde so ein Coup meine Fähigkeiten leider ein wenig übersteigen. Das Gute ist, als unberührte Autodieb-Jungfrau musst du dich um die Planung hier nicht kümmern. Hab alles schon geregelt. Ganz simpel. Du klaust mir den Rayfield und ich vergesse Pepes Schulden. Ich gebe dir sogar was vom Gewinn, weil ich so korrekt bin. Mein Kumpel Rick arbeitet in der Parkgarage vom Embers, dem Club, wo unser Rayfield-Fahrer abhängt. Dein scheiß Burger. Jeden Freitagabend, ohne Ausnahme. Sobald du da bist, gehen die Kameras aus und das Tor auf. Ganz einfach. Du nimmst dir den Rayfield und fährst raus. Das war's. Wie umgehe ich die Security des Autos? Wem gehört das Auto? Ganz ehrlich, Scheißplan. Und dein Kumpel Rick? Wie umgehe ich die Security? Hab's ziemlich eilig. Wie soll ich das anstellen? Soll ich auf einem Skateboard und das Auto rollen und das mal eben schnell kurz schließen? Das würde ich auch mal gerne wissen. Karren wie die haben Sicherheitssysteme. Verdammt gute. Dieses Schätzchen funktioniert wie der Schlüssel, den Rayfield-Mechaniker verwenden. Öffnet Schlösser, umgeht die ID-Kontrolle. Ein Generalschlüssel für alle Rayfields in der Stadt? Was? Das glaubst du doch selbst nicht. In Kabuki verticken die Tech-Zauberer noch magischeren Scheiß als den. Vertrau mir mal. Also, sind wir uns einig? Sind wir? Wehe, du verarschst mich. Wehe, du verarschst mich. Das würde ich auch nochmal sagen, so eine kleine Ansage. Weil er meint ja, da sind die Schulden beglichen und ich kriege sogar vielleicht was zum Gewinn an. Das machen wir eine kleine Ansage. Wehe, du fixst mich, Kirk. Bleib cool, wie. Der Job wird sich für dich auszahlen. Das Street Kid. Geh zum Embers im Glen. Aktive Missionsziele? Ah, okay, scheiße, sorry. Die Frage ist, Leute. So, ich muss mal kurz den hier machen. Was meint ihr? Wir bleiben in Kontakt. Ich mach die Kamera einfach mal für heute oben links hin, okay? Weil dann seht ihr mal, was da überhaupt steht wegen Mission und so. Meine Stimme. Meine ich weiß nicht. Was geht? Alles klar. Alles. Ryan, die sind doch alle. Bruder, wie rennt die denn hier rum, Alter? Bist du bescheuert, ey? Und dann wundert die sich, dass sie keine Ahnung, dass sie jeder anschaut, oder was? Kriegt keinen Titelkampf. Krass, Digga. Guck mal, was man hier alles macht. Sag mal nicht, man kann ja auch noch zocken und so. Also Leute, ich kann euch eigentlich schon mal sagen, das Spiel ist so facettenreich. Hier kannst du so viele Sachen machen, einstellen, so viele Situationen erleben. Und das macht das Spiel so besonders. Und mir gefällt es bisher. Also ich find's cool. Man versucht sich in die Story hineinzusteigern. Ja. Wir machen auf jeden Fall weiter. Es wird heute direkt ein dickes Special geben hier. Vielleicht sogar eine Stunde, damit ihr einen ordentlichen Eindruck bekommt. Ah ja, ja. Guck mal, was haben wir hier? Okay, wir öffnen das immer. Mission aktualisiert, das Street Kid. Begib dich zum Embers. Ah, Digga. Alter. Guck dir das mal hier an. Boah, sieht schon sehr krank aus. Guckt euch mal das Wasser an, die Pfütze hier.
Guck mal bitte die Pfütze hier. Bruder, was ist das denn? Der Terminator? Wen haben wir denn hier? Ach du Scheiße! Das ist Herr Arnold! Das ist Arnold Schwarzenegger! Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ach du Scheiße! Padre, bin vor 1 Woche zurückgekommen. Du hast dich kein bisschen verändert. Haywood hat sich nicht verändert. Leiche im Kofferraum. Bin vor 1 paar Wochen zurückgekommen. Ich warte. Komm vor 1 paar Wochen aus Atlanta zurück. Bist auf Haywood Art begrüßt worden. Der hat die Stimme von T-Bag aus Prison Break. Sag ich dir später. Ich habe gerade was zu erledigen. Ich finde, wir sollten jetzt reden. Du kannst bei uns mitfahren. Markus, Bruder. Fahr los. Und das ist Markus, Alter. Das ist der Bodyguard, wie damals 2011 in Barcelona, der mich aus dem Hotel geschmissen hat. So sah der aus. Oh, so sah der aus, müsst ihr euch vorstellen, Leute. Wie ein Tier. Alter, okay, wir setzen uns mal ins Auto rein. Endlich kann man auch mal die Musik laufen lassen. Wohin soll's gehen? Zum Glenn. Lasst mich am Embers raus. Vordereingang? Rampe am Hintereingang. Ich zeig euch, wo ihr halten müsst. Guck dir mal das Leder an. Krank, Leute. Also auf jeden Fall spielt ja, wie er schon das Spiel sagt, 2077 in der Zukunft. Und beschäftigt? Hört mal hier zu, was die sagen. Ich schlag mich durch. Hier hat sich nicht viel verändert. Ich schlag mich durch. Mache hier und da ein paar Jobs. Nichts Großes. Aber ich komme klar. Danke der Nachfrage. Also, lief Atlanta nicht ganz so wie erhofft, hm? Bin ohne Erwartungen hingegangen. Nein, lief es nicht. Bin ohne Erwartungen hingegangen. Bin eigentlich ohne Erwartungen hingegangen. Naja, hatte gehofft, es ist dort besser als hier. War es aber nicht. Vielleicht ist es am Ende besser so. Ich sag euch eins, Leute, wenn ich das Spiel bringen sollte, dann müssen wir das echt jeden Tag bringen. Sonst wird es keinen Sinn machen, dann sind wir bis Februar, März hier dran. Und wenn, dann will ich ja auch aktuell bleiben und jeden Tag maximal 1 Stunde oder so. Das ist schon sehr viel, 1 Stunde jeden Tag. Deshalb müsst ihr auch das Feedback auseinandernehmen. Es muss sich auch rentieren, Leute. Ach du Scheiße. Hey. Boah, was ist das denn für Leute, Mann? Ach du Kacke. Jetzt gibt's Ärger mit Markus. Was ist los? Was Geschäftliches. Bist du bewaffnet? Oh, sind wir bewaffnet, Leute? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht, oder? Vielleicht hat er auf Undercover eine Waffe dabei. Sebastian Ibarra. Muss mein Glückstag heute sein. Boah, sieht der crazy aus, der Typ, ey. Guck mal die Augen. Die Sache klären. Ein für alle Mal. Welche Sache? Hab ein Angebot für dich, Papi. Hör mir genau zu. Verpiss dich aus Vista. Ruf deine Jungs zurück von der Straße. Ich lass dir den Glenn. Hand drauf. Keine schlaflosen Nächte mehr. Großzügig von mir. Halt mal die Waffe nicht so nah, meine Fresse, du Hund, Alter. Und Papi? Weißt du überhaupt, mit wem du sprichst? Noch ein verdammtes Wort. Halt dich da raus. Ich kenn dich nicht. Ich dich auch nicht. Heißt, dass du hier einen Scheiß bedeutest und noch weniger als das kannst. Boah, gute Ansage, Digga. Verpiss dich. Na, sonst noch was? Ich glaube, unser Gespräch ist damit beendet. Vorsicht, Padre. Du weißt nie, wer eine Knarre auf dich richtet. Du auch nicht, Missgeburt. Markus, fahr. Das hätte der niemals jetzt gesagt mit Missgeburt und sowas, wenn, wenn ich nicht diese Antwort gegeben hätte. Und das finde ich halt so krass. Jede Situation kannst du fast mitentscheiden, was du sagst. Und das verändert auch die Storys. Zu sehen, dass du deine Wurzeln nicht vergessen hast. Hast immer noch dieses Talent. Viele der kleinen Schisser hier bissen sich in die Hose, wenn ihnen jemand eine Knarre ins Gesicht hält. Wer war das? Ja, klar, interessiert mich. Wer war das? Wer war der Typ? Niemand. In 1 Woche ist er weg. Und ein anderer nimmt seinen Platz ein. Na, ja, siehst du? Also wer keiner, hat den dich bedroht? Muss. Hat er. Und dafür wird er bezahlen. Okay. Also das Spiel hat auf jeden Fall 25 Stunden ungefähr halt Hauptstory an. Und 50 Stunden auch Nebenmissionen noch. Runter. Wir gucken mal, ob wir auch Nebenmissionen machen werden und sowas, hier. Freunde. Ja, wir gucken mal ganz entspannt, wie wir das machen. Karte nehmen, ist das deine Nummer? Deine Nummer? Könnte nützlich sein. Vielleicht können wir wieder zusammenarbeiten. Wie früher. Das heißt denn, wie früher, die Vorgeschichte, die kennen wir ja gar nicht. Oder gab es vorher schon einen Teil davor? Ich muss los. Den wir nicht kannten? Das Spiel soll ja auch Open World sein. Aber erstmal ist da, glaube ich, das Intro hier. Alter. Das gibt's nicht. Das sieht echt schon krank aus hier auf PC, Mann.
Also PC ist wirklich nochmal weiter als Konsole. Auf Next Gen wäre wieder was anderes. Aber ich zock's extra nicht auf Konsole, weil es, wie heißt es, nicht auf dieser aktuellen Grafik wie auf dem PC ist. Und ich habe jetzt sicher auch noch nicht die allerbeste Grafikkarte hier, Leute. Aber es geht noch krasser von der Grafik. Es geht sogar um 4K. Aber 4K auf dem Handy merkt ihr sowieso nicht. Das ist richtig zukunftsabgespaced alles hier, Alter. Das ist echt krank. So, wir gehen auf die Parkebene. Finde den Rayfield. Also wir sollen jetzt dieses Auto klauen. Kirk ruft an. Wie? Lagebericht. Bin angekommen. Suche jetzt einen Kumpel. Rick ist einer von uns. Wirst schon sehen. Ich vertraue ihm wie einem Bruder. Okay, Rick. Wir sollen jetzt einen Rick treffen. Und das Auto klauen. Jetzt wahrscheinlich jetzt das Parkhaus. Oh mein Gott. Oh, Alter, bitte guckt euch mal die Reflexion. Kann ich dir irgendwie helfen? Wo ist der? Finde den Rayfield. Boah, Digga, was sind das für Autos? Verdammte Scheiße. Eieieiei. Also richtig Zukunftsshit hier, Bruder. Richtiger Knight Rider. Ja, ich würde lieber trotzdem einen AMG fahren, anstatt so ein UFO-Ding, Alter. Es sieht mir zu abgespaced aus, ey. Ohne Scheiß. Das sieht aus wie der AMG. Glück. Oh, shit. Ich sehe den Wagen. Dein großer Auftritt, wie? Viel Glück. Ach, wir haben ja gerade mit Kirk über Telefon geredet, Alter. Ich bin auch so ein Kirk. So, Alter. Das sieht schon hier sehr krank aus, ne? Gönnt euch da mal hier. Ja. Den Wagen könnte man noch fahren. Der sieht sexy aus. Deaktiviere das Schloss mit Kirks Gerät. Genau. Mal sehen, ob dieser Zaubertech was taugt. Dir fehlt einfach der Glaube. Siehst du? Wir sind was? Reich. Starte den Wagen und sag mir, wenn du unterwegs bist. Alter, was ist das für ein Lenkrad, Bruder? Das ist ja mal echt okay. Die Zukunft. Scheint ein lockeres Ding zu werden. Ja, sowas wird safe später auch werden geben, ey. Klaue den Rayfield. Alter, sieht das hier krank aus. Warum hat man da vorne so viel Platz? Oha! Wo kommt der denn her? Wegfahren. Aussteigen. Sofort. Wegfahren. Ach du Scheiße. Fuck. Du kannst fahren. Und jetzt drauf. Was machst du? Ja, wer ist das denn, Mann? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Ist der gerade durch die Wand gefahren, Alter? Ey, hab ich mich gerade erschrocken. Woher kommt die Polizei denn her? Alter, der kam gerade einfach durch die Wand gefahren. Schön langsam. Auf den Boden, ihr Pisser, und zwar sofort. Ach du Scheiße, ey. Boah, sieht das krank aus, Mann. Jackie Wells, mein alter Bekannter vom Block. Ich sehe, du hast nichts dazugelernt. Aber mit dem Dreck in die Story reingepackt, Alter. Stinz. Inspektor Stinz. Urin, Uran. Ach du Scheiße, Digga. Nicht, dass jetzt einen abknallen wird. Deine Visage kommt mir auch bekannt vor. Deine mir aber nicht. Sieh an, ein gesprächiger Bulle. Deine mir aber nicht. Deine mir aber nicht. Bisschen provokant reden. Abgehauen nach Atlanta. Auf der Suche nach dem Glück. Oh. Die Suche war wohl erfolglos. Der kennt uns. Ich hab immer gesagt, all das Haywood-Gesocks ist gleich. Ihr werdet hier geboren, ihr lebt hier und hier sterbt ihr auch. Hatte wohl recht damit. Weiß einen Scheiß über mich. Weiß einen Scheiß über mich. Weiß einen Scheiß über mich. Die Wahrheit tut weh, was? Pass auf, was du sagst. Ich bin kein geduldiger Mann. Komm schon, Stins. Wenn du uns festnimmst, keulen wir uns die Hände wund bis zum Gerichtstermin. Und dann... Wir kriegen maximal ein paar Monate. Scheiße. Gibt dir nur noch Stehplätze in El Bote. Wir kommen sicher schneller raus. Das sind die Diebe. Gewöhnlicher Straßendreck. Wer ist das denn, Alter? Mr. Fujioka. Wir führen sie sofort ab. Verschwendung von Mitteln. Ich habe keine Zeit für Zeugenaussagen. Scheiße, Bruder. Breiter als der Türsteher. Guck dir den mal an. Soll ich sie gehen lassen, Sir? Schmeiß sie ins Meer. Was? Gebrochene Beine und Bleigewichte, damit dieser Müll kein Treibgut wird. Alter, was? Ihr habt ihn gehört. Fuck. Alter. Oh oh. Eieieiei. Ach geil, und jetzt? Oh, fuck. Boah, wie krank das aussieht. Hä, wieso lebt der noch?
da einen drauf. Moment lang sah das echt übel aus. Ich dachte nicht, dass wir da lebend rauskommen. Boah, sieht das heftig aus. Stinz würde sowas nicht tun, ich auch nicht. Mann, ich auch nicht. Stinz hat's auf Leute wie uns abgesehen. Aber ein bisschen Ehre hat er noch. Und sein Sinn für Ehre soll uns gerettet haben. Ja, naja. Und dass er aus Haywood ist, wie wir. Die Synchronsprecherstimme kommt mir bekannt vor von unserem Typen. Wäre ich nicht aufgekreuzt, würdest du jetzt in der geilen Karre durch Night City cruisen? Hat wahrscheinlich auch nicht geklappt. Hätte wahrscheinlich eh nicht geklappt. Irgendwas wäre dazwischen gekommen. Ach komm, der Plan war von Anfang an scheiße. Selbst Schwarzmarktmagie aus Kabuki kann so einen Alarm nicht ausschalten. Hätte wissen sollen, dass ich die Bullen am Arsch hab. Krank, wie schnell die aber gekommen sind, ne? Gott hat's wohl nicht anders gewollt. Jackie Wells. Ernesto wie? Montana. Wie? Wie? Ich kenne dich doch. Aus dem Coyote. Da habe ich auch diesen Job bekommen. Also ich erinnere mich jetzt gerade nicht an den Typen. Hab den Auftrag für diesen Autoklau im Coyote bekommen. Von Kirk. Du arbeitest mit dieser Pestsäcke. Pepe schuldet ihm was und kann nicht zahlen. Wollte ihm helfen. Müssten zuhören, Leute, das ist sehr wichtig. Mann, frag mich echt, warum Pepe sich von diesem schmierigen Kirk was sagen lässt. Kirk gehört, der hat die Kartelle im Rücken. Kartelle? Nee. Ich kenne diese Kartelltypen und garantiere dir, keiner von denen hat je von Kirk gehört. Cabron, muss lernen, was Anstand und Ehre in Haywood bedeuten. Komm, lass uns was essen gehen. Sind wir auf einmal Freunde? Essen? Essen? Du musst das Chili meiner Mama probieren. Bestes der Stadt. Bruder, ich kenne den nicht mal vernünftig. Der will mit mir essen gehen. Was los mit dir? Ich habe ein echt gutes Gefühl. Du willst auf einmal mit mir essen gehen, Leute. Uns beide. Was? Zwischen uns stimmt die Chemie, weißt du? Willst du jetzt was von mir, oder was? Und jetzt komm. Ich bin am Verhungern. Ich glaube, der steht auf mich. Was ist los? Ich sterbe vor Hunger. Ich glaube, der steht auf mich, Leute, hä? Was geht ab bei dem? Hallo! Was geht denn jetzt ab? City. Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt. Ah, okay, das ist jetzt ein bisschen so das Intro, glaube ich, was wir gezockt haben. Diese Stadt. Liebe sie so, boah, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor dem Kinderheim wir sind am Start. Und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Hola, Chica, ¿qué tal? Haben die dich gegönnt, die Chayas? Ach, das war der Typ, ne? Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Wir müssen gucken, was hier im Hintergrund passiert. Digga, was sind das alles für crazy Leute, Alter? Richtig crazy Leute hier. Ich glaube, hier wird eine kranke Story erwarten. Die Story muss einfach gestört sein, Leute. Die Macher standen hier so lange an dem Spiel dran. Und es gibt auch sogar noch... Ach du Scheiße. Keanu Reeves ist in dem Spiel. Der von Matrix, der Schauspieler Neo. Der kommt hier auch noch vor in dem Game. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Ja. Yeah. Also es gibt hier auf jeden Fall viele Möglichkeiten, die man machen kann. Na, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich hier die ganzen Nebenmissionen machen werde. Okay, Night City, so heißt die Stadt, wo wir sind. Also wie gesagt, Freunde, die heutige Folge ist ein Let's Test. Ich warte einen kompletten Tag einfach mal auf euer Feedback ab, Leute. Und gucke dann mal. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren. Sechs Monate später ist das. Fällt mir ein. Ich hab da was für dich. Militec Trainingssplitter. Falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Tutorial kann nicht schaden. Ja, komm, ich mach das Tutorial einfach mal. Sicher, Leute. Und? Machen wir das mal einfach. Also sechs Monate später, der und der andere Typ sind klar, anscheinend gute Freunde kann geworden. Nicht schaden. Krass, einfach so USB-Stick hast du dir in den Kopf gesteckt, oder was? Jetzt geht's rein in eine andere Welt, oder was? Krank. Ha, krank das aussieht. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Oder wie heftig das hier aussieht, ne? Guck mal hier.
Sprich mit dem Drill Sergeant. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Also wichtig, so eine Nahkampfausbildung. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Hola, Chica! Was ist denn jetzt hier los, Alter? Also, das Spiel kann man ja auch in einer Version zocken, wo man alles sieht. Ne? Ihr könnt dann Möpse sehen, Arsch, alles mögliche. Aber das ist auf YouTube, glaube ich, nicht erlaubt. Und deshalb habe ich das auch deaktiviert. Auch wenn ich es gerne... Ja, klar, ich würde es gerne sehen. Was ist die Frage, Alter, Digga? Ne? Nur gucken, nicht anfassen. Ne? Das ist das Motto. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Ah, okay, jetzt können wir das erste Mal schießen. Krass, zack. So, können wir ein bisschen trainieren. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen. Ja, Freunde, ich würde einfach mal sagen, wir überspringen das Tutorial, weil ihr braucht ja jetzt nicht sehen, wie ich hier die Sachen lerne. Es sei denn, es wird interessant, aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder erstmal, Leute. Bis gleich. Okay, jetzt gibt es ein neues Training: Hacken. Das ist dann bestimmt so ähnlich wie bei Watch Dogs, oder? Also wir haben jetzt gerade diese Grundausbildung gemacht mit einfach nur Kämpfen, wo wir dann schießen und sowas können. Halte L1 gedrückt, um deinen Scanner zu aktivieren. Okay, wir haben so einen Scanner. Und jetzt scannen die beiden goldenen vorgehobenen Objekte. Okay, dann gehen wir da drauf. Und wie scannen wir das jetzt? R1 mit Hacking. R1. Ah, okay, man muss einfach nur so drauf gehen. Gefahren werden rot hervorgehoben. Objekte, die du hacken kannst, werden grün hervorgehoben. Sonstige nützen L1 und Scanner. Ah, okay, guck mal hinten. In diesem Trainingsmodul hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Ach krass, wir können jetzt einfach den Bildschirm hacken. Ausführen. Halt L1 zurück, um den Scanner zu aktivieren. Haben wir. Ah, jetzt können wir die Sachen auswählen. Ping Ablenkungsmanöver. Wow, warte mal. So. Was haben wir denn gehackt? Krass. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schleiche dich an die Wache heran. Also wir können ja richtig so wie James Bond vorgehen. Er gehört dir. Schalt ihn aus. Oh, töt mal den mal, komm. Ah, geil. Ah, es tut immer selber am Nacken weh. Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Okay, also wir haben gelernt, wir können auf jeden Fall die auch hacken, Leute. Wenn nochmal was Interessantes kommt, sage ich euch gleich Bescheid. Ihr müsst mir mal sagen, ob ihr sowas dann halt auch sehen wollt. Aber das ist ja einfach nur ein ganz normales Tutorial. Das seht ihr ja während der Spiele, wie man das dann genau anwendet und sowas, ne? Deshalb würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ach, krass, Leute. Guck mal, ich kann jetzt einfach hier Granatenzündung machen. Und dann... Guck mal jetzt, was passiert. Da steht Hacken über seinem Kopf. Einfach Granate wird gezündet. Krass, wir können also die Gegner auch richtig so taktisch ausschalten, hacken und sowas. Auf jeden Fall interessant zu wissen erstmal hier. Oh, hallo, jetzt haben wir einen Katana bekommen. Katana, Banana. Ein bisschen Training jetzt hier. Saluten! Sanjiro Modayudu! Okay, wir sind auf jeden Fall gleich durch mit dem Training, Leute. Und dann geht's weiter mit der Story. Bis gleich. So, damit sind wir durch mit dem Training. Eieieiei. Reicht doch jetzt hier, Leute, Alter. Mein Gott, was macht ihr denn da? Warum guckt ihr alle mal da hin, die Scheiße? Auch schon bei Dings, ne? Bei Call of Duty habe ich das schon gemerkt bei euch. Und bei Spider-Man, ne? Habt ihr alle der Finn hinterher geguckt? Ja, ja, Leute. Und da sind wir wieder raus aus dem Training. Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Verlassen, machen wir uns an die Arbeit. Hat dir der Fixer irgendwelche Tipps gegeben? Machen wir uns an... Na, lieber erstmal Tipps nachfragen. Vielleicht sagt er, ey, wir sollten so vorgehen, solltet dies machen. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Wow. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Machen wir uns an die Arbeit. Durch. Okay, die kennen sie jetzt schon 6 Monate. Vielleicht drücken sie sich den einen oder anderen Spruch rein. Okay, jetzt kommt die erste richtige Mission, Leute. Ich bin gespannt. Folge Jackie. Hier lang. Die Rettungsaktion, okay. Ich bin gespannt, was jetzt kommen wird, Leute. Also das Spiel, es wird auf jeden Fall abwechslungsreich werden, kann ich mir vorstellen. Nicht jede Mission wird gleich sein, kann ich mir nicht vorstellen. Und deshalb schauen wir mal, was uns hier erwarten wird. Ich hab Bock. Also bisher, finde ich, macht es einen sehr guten Eindruck, Leute. Ihr könnt auch gerne mal oben rechts abstimmen, ob wir es Let's Playen sollen. Ja, nein. Guckt ihr einfach mal, Leute. Ich vertraue auf euch. So, okay. T-Bag ruft an. Ach geil, ich hatte T-Bag. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung.
Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Und die Frage ist, schreibt mal rein, wo ich die Kamera hinpacken soll, Leute. Das ist auch eine Frage, ne? Jackie hat recht. Beruhigt euch. Beruhigt euch, alle beide. Wir sind fast da. Es ist keine Zeit zum Streiten. Ja, Buck. Konzentriert. Es erinnert irgendwie an Detroit Become Human, so ein bisschen so zukunftsorientiert, ne? Ja, mal gucken. Mal schauen. Wenn es weitergehen würde, Leute, muss ich euch ehrlich sagen, wird das leider erst, denke ich, Sonntag sein, weil ich will erstmal euch zwei Tage sehen, wie ihr das Video auseinander nimmt, ob ihr das feiert oder wie eure Meinung dazu ist. Deshalb nehmt euch bitte jetzt die Zeit oder nach der Folge und schreibt mir in die Kommentare rein, wie eure Meinung zu dem Game ist, wie ihr das findet. Es ist auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, sehr facettenreich, ne? 1237. Bist du das? Aber ich sehe ihren Biomann nicht. Verscheuchen, geh mal lieber rein. Wir sind nicht zu spät. Ja, was machst du da? Gib mal wieder was zu essen, hallo. Ich versuche die Tür zu hacken, beeilt euch. Kannst du das Schloss umgehen, Will? Okay, wir können ja hacken. L1, Tür. Öffnen Remote-Deaktivierung, ja, können wir machen. Okay, wir sind drin. Ab jetzt leise. Boah, Digga, hast du eine Musik, Digga? Bum, 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 yeah. Wisst ihr das wie? Was ist das für Musik, Alter? Richtige Blade, Digga. Oh, geil. Asiatische Nudeln. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich krieg Hunger. Ey, Mann. Ich krieg wieder dick Hunger, Mann. Digga, KFC auch noch hier? Was geht denn hier ab, verdammte Scheiße? Das Spiel hat irgendwie noch ein paar Bugs zum Teil, ne? Weil er sich. Wo ist der Typ hin? Ist der unsichtbar geworden? Hä, wo ist der hin? Sandra Dorsett ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Zetatel Grepos vom Schwarzmarkt. Typische Klassenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Diese Musik, Alter. Achtung, bin der raus vor uns. Oh, jetzt geht die erste Ballerei los, oder was? Pack dir den. Ich glaube, ich habe ihn jetzt getötet. Hier können wir die ganze Zeit Sachen aufnehmen. Gewöhnliches Item. Digga, diese Musik soll mal aufhören, Alter. Vorsichtig. Achtung, da kommen noch mehr. Sind fast bei euch. Ach du Scheiße. Boah, die Musik wird immer lauter, Bruder. Wie ich Ablenkungsmanöver. Boah, wir können ja alles machen. Kurzschluss. Machen wir Kurzschluss. Scheiße, der hat's gecheckt. Ja, vom Movement her finde ich das jetzt nicht so nice. Also kannst du jetzt nicht mit Call of Duty vergleichen. Aber ist auch nicht schlecht. Kann ich auch schlagen? Jawohl, mit R3 können wir schlagen. Du hast ja so recht. Oh oh. Nein, 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 nein. So, gib mal deine Waffe. Können wir nicht die Waffe von dem aufheben? Oh, da ist er, Mann. Bam, bam, bam. Ey, ey. Nein. Nein, schlag den. Bruder, schlag den. Ich bin ja tot. Hilfe, Hilfe. Kollege, hilf mir mal. Wir können ja Leben nehmen, ne? Einmal Pfeiltaste nach oben. Oh, oh. Nimm mal schnell Leben hier. Ich versuch's ja. Ist nicht so easy, Bruder. Oha. Schieß, 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 schieß. Hol dir den. Oh mein Gott. Gib mir von der Seite Deckung. Ja, aber... Okay, hab die Tür gehackt. Passt auf euch auf. Okay. Ich schummel den jetzt. Was können wir denn hier alles machen, Alter? Warte, warte. Kann mich eigentlich gar nicht sehen. Jawohl, den hat er. Keine Bewegungen auf den Sensoren sichtbar. Stark. Ihr habt ihn erledigt. Die Luft ist rein.
Scheiße. Wo zum Teufel ist unser Ziel? Seht euch um. Sie muss hier irgendwo sein. Oh, ja. Wir können ja auch alle looten, sage ich mal, die ganzen Gegner. Stimmt mal, die Sachen hier einfach alle mit. Müssen wir mal gucken, wofür was hier später überhaupt da ist. So eine verfickte Scheiße. Ach du Scheiße. Körper untersuchen. Alter, guck dich das Wasser an. Hola, Chica, moin. Ich glaube, ich hab sie. Unsere Zielperson. Ach du Scheiße. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Alle tot, ey. Das wissen wir gleich. Ich glaube. Schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Biomann? Biometer oder Biometer? Oh, das sieht nicht gut aus. Da liegt noch eine Leiche in der Wanne. Sie liegt in der Wanne voll Eis. Mit noch einem anderen. Fuck. Wie Fleischbrocken. Reiß dich zusammen, wie. Wenn sie überlebt, erinnert sie sich an nichts. Winzige Narbe am Unterbewusstsein, das war's. Aber ihr Herz schlägt ja noch. Die Leute, die sowas erleben, kriegen Panikattacken. Ohne je zu wissen, warum. Du trinkst nur ein Glas Eiswasser und plötzlich fängt deine Hand an zu zittern. Wie, schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Ja, komm. Schließe an. Oha. Bio-Monitor-Konsole. Es erinnert echt an Detroit Become Human, ein bisschen Sandra zukunftsorientiert. Dossett, NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomann. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Hm. Also Scorplotcher-Hack, was? Ich hab eine Idee. Check den Neuropark. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomann stören. Ich würde da rausziehen. Ist das ungefährlich? Die arme Frau nicht, dass sie stirbt. Ist das nicht gefährlich? Können wir sie nicht einfach wegschaffen? Sie ist hier und atmet. Mach jetzt keinen Rückzieher. Wir brauchen den Biomann intakt, um Blutung zu finden und so. Such den... Okay. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomann. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Stabile Eine Evakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deiner Standort ein. Der Biomann sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premiumplan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Gerade, ja, einfach zukommen. Holen wir sie aus dem Eis raus. Halt mir den Rücken frei. Er hält uns sogar so schon den Rücken frei, Leute. Oh, fuck! Ach du Scheiße. Wie? Sag mir, was da los ist. Jackie, Air-Hypo! Fuck, das ist nicht gut! Hier, fang es, ey! Ach du Scheiße. Ah. Ich glaube. Scheiße, es hat geklappt. Feuer, Cabron, bring sie nach draußen! Ach du Scheiße, die Rettungsaktion. Trage Sandra auf die Terrasse. Feuer, schaff sie raus! Terrasse. Also in der unzensierten Version, ich glaube, da sieht man dann auch wirklich Nippel und alles Mögliche. Aber das können wir hier nicht auf YouTube machen, Leute. Okay. So, lassen Sie mal dann hier ablegen. Oh oh. Ach du Scheiße. Im Türbereich anhalten! Ich glaube, wir müssen dahin. Wir dürfen gar nicht hier hin. Ach du Scheiße. Warte auf Traumateam. Bruder, wie laut, Alter. Boah, wisst ihr, wie laut diese Musik in dem Game ist? Das ist ja unnormal, ey. Oh mein Gott. Ja, lass mich doch mal... Krank, wie schnell die da waren. CT 133 an Zentrale. Patientin NC5704. Was zielst du so auf mich, du Hund? Ich sprich mit Jackie. Jackie Cola. So. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Bruder, was macht der da, Bruder? Das Spiel hat schon noch ein paar Bugs, ne? Also dafür, dass die Macher da 7 Jahre Zeit hatten, ne, sind da schon ein paar Bugs. Kann ich deinen Wagen borgen? Hm. Ich habe ein Date mit Misty und... komm schon. Ich will Rocco. Die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack.
Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, wie. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Wir sagen, der Job ist durch. Okay, nimm mal auf Telefon. Halte, um das Telefon zuzugreifen. Wakako Okada. Nekumia Wakako Okada. Wie? Wie lief es? Wie lief ist es? Die Klientin gesund? Beste Frage. Und munter? Sie wird's überleben. Sie wird's überleben. Natürlich ist sie das. So war's doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Mano. Ich fahre. Lass mich doch mal fahren. Ich will auch mal fahren. Der Hund. Lass mich doch mal fahren. Wer ist damit? Ich glaube, die zwei werden so neue beste Freunde. Das sind neue beste Freunde. Neue Mission, der Auftrag. Fahr mit Jackie zurück. Wir fahren jetzt mal jetzt mit dem mit. Also ich glaube, das ist erstmal das Intro. Lass uns das Intro erstmal spielen, würde ich sagen. Boah, guck ich mal aus, die Aussicht da. Hier. Oh, was ist das denn? Also wenn das alles kein Copyright hat, dann können wir gerne Musik hier hören und entspannen. Einfach geil. Boah, die Spiegelungen am Wasser sehen krank aus. Rückgrößer. Nein, Mann. Nicht wie jede andere. Boah. Andrew Wayland. Adam Smasher. Von hier kommen Legenden. Noch nie von hier eingeladen gehört? Krank, Alter. Boah, das ist Wasser am Boden. Nicht am Verhungern. Holen wir uns was. Bist du dabei? Boah, der denkt nur ans Essen, der wir Typ. Haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Ah, shit. Stimmt. Bin ich, oder? Ah, ich wusste es. Der Mann hinter uns verfolgt uns. Chicago. Mir das gefällt mir nicht. Kein bisschen. Waffe ziehen. Fahrzeugwaffe verstecken. Okay, als Beifahrer kannst du aus dem Fenster lehnen. Oha. Ich hoffe, der Buddha. Boah, wie jetzt krank das von der Grafik aussieht. Bitte, guck mal die Grafik, Digga. Kann nicht. Halt ihn ruhiger. Festhalten, oh, oh. Boah, wie krank diese Auflösung. Das sieht unnormal gut aus, ne? Ehrlich. Hab euch Arschlöcher. Oh Mann, das ist so schwer zu zielen. Ja, ich bin dabei. Digga, wie schluckt der Fahrer denn? Die Rettungsaktion. Das sieht schon böse aus. Oh. Dein Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid, wie. Schon okay. Das können warten. Fahren wir lieber nach Hause. Ja, was ein Start, ey. Hier, fahren wir nach Hause. Party, Uwe. Ich nehme das Video gerade am 11.12. um 4 Uhr nachts auf. Ich dachte, das passt vielleicht so Night-Feeling-mäßig. Jetzt gehst du von Hause, fahren mit Jack zurück. Okay. Können wir sowas auch überspringen? Rammeln nicht allein. Ach du Scheiße. Oder wer ist das denn? NCPD? Bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahmen. Guck mal diese Polizeidinger an. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Können wir die hacken? NCPD-Polizist. Kann alles sehen. Ich bin nur jemand mit einem Herz aus Gold. Den können wir doch hacken, oder? Steht wie dringend nichts meinem Mädchen. Ah, geht das nicht. Ich glaube, das geht nicht, ne? Ihre Mädchen? Hm. Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund.
Lass uns durch, bitte. Sieh an, kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl. Lass uns durch. Lass sie durch. Korrekt. Aber sie sind die Letzten. Jawohl, wir haben Glück gehabt. Okay, dann mal los. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich, Officer. Da haben wir nochmal Glück gehabt, Leute. Man wird hier echt auch mitten in die Story reingeworfen, ne? Wir wissen jetzt gar nicht, warum wurde das jetzt genau abgesperrt? Du kannst ja richtig nett sein. Die mochte dich, ich glaube, die mochte dich echt. Die wollte den Loris von dem haben. Die mochte dich echt. Meine Leidenschaft hat sie mitten ins Herz getroffen. Genau. Ich bin loyal. Ein Typ für Beziehungen. Ja, ja. Und harte Schale, weicher Kern, ne? Du weißt schon. Alles klar. Guck mal, wie. Da gibt's aufs Maul. Scheiße, sie sind hier. Was geht denn da? Sollen wir. Typen sind am Arsch. Nicht wie eine normale Festnahme aus. Alter! Weil das keine Bullen sind, sondern Nexte. NCPD-eigene Sondereinheit. Scheiße, was haben die denn angestellt? Die kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Wie bei in Spanien, die Civil Guerilla, oder wie die heißt. Ja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Als Fahrer kannst du Kreis drücken, um die Fahrt zu überspringen. Ah, okay, krass. Jetzt können wir einfach Kreis drücken und kommen dann quasi zu Hause an. Das ist auf jeden Fall nice, dass man auch so Fahrten überspringen kann. Also es soll ja ein Open-World-Spiel sein. Das heißt, wir müssen auch bestimmt zu der einen oder anderen Mission hinfahren. Dann können wir das Ganze auch so überspringen. Dementsprechend. Aber schreibt mir wirklich eure ehrlichen Kommentare rein. Eure ehrliche Meinung. Eure ehrlichen Kommentare. Ehrlich seid ihr hoffentlich alle sowieso immer zu, Leute. Aussteigen, bis dann. Von mir. Werde ich. Boah, der wird die Misty gleich erstmal misten, glaube ich, auseinandernehmen. Hier. So. Guten Abend, ab zu uns nach Hause. T-Bug ruft an. Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Okay. Oder wie hoch wohnt der, Alter? Wie geil das mit der Stadt hier aussieht, ne? Guck mal im Hintergrund. Das sieht schon sehr sexy aus. Sehr, sehr nice. So, wir gehen jetzt mal nach Hause. Was steht denn hier alles? Was gibt's denn hier alles für Automaten und so? Ach, geil. Wieso sind die denn alle so halbnackt, Digga? Was geht denn hier ab? Ich hab schon die letzten beiden bezahlt. Das ist doch Betrug. Okay, geh nach Hause. Ja, Bruder, was eine Wohnung, Digga. Sieht schon sehr nice aus. Neues Gebiet wird betreten. Apartment. Sieht schon sehr sexy aus. Wir können auch hier Klamotten wechseln, glaube ich. Lederstiefel. Sport auch. Ah, es kostet alles Punkte. Okay, okay. Ja gut, das habe ich jetzt nicht gesehen. Erstmal müssen wir die Wohnung abchecken, wie das hier aussieht. In den Spiegel schauen können wir. Dusche anmachen. Ja komm, nach dem harten Tag würde ich sagen, Leute, muss erstmal geduscht werden. Aber nur 2 Sekunden, Leute, damit wir wieder topfit sind und den ganzen Schweiß abgewaschen haben. So, wirf einen Blick in den Waffenlager, optional. Okay, was ist hier? Boah, auf Undercover versteckt. Das sieht schon sehr, sehr nice aus. Alter Schwede. Lager öffnen. Ah, jetzt haben wir unsere Waffen. Okay, ah, jetzt haben wir das wieder ins Lager gepackt. Aber ich will das hier alles mitnehmen. Können auch das Katana mitnehmen. Ach krass, er kann echt alles mitnehmen. Okay, okay. Würde ich sagen, Leute, legen wir uns mal ins Bett und der neue Tag kann beginnen. Boah, gute Nacht, ich werde mich gleich auch ins Bett legen. Wir haben 4.12 Uhr in der Nacht, Leute. Und jetzt sind wir schlafen gegangen. Der allererste Tag ist vorbei. Erster Akt. So, fährt hoch. Steht auf. Oh, wie? Hast du überhaupt geschlafen? Egal, steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Beim Verlinken mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss zu Vic. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay, ich fahr dich. Hab deine Karre dabei.
Zieh dir was an, ich warte unten auf dich. Okay. Damit würde ich dann auch sagen, Freunde, sind wir am Ende der allerersten Folge von Cyberpunk 2077 angekommen. Schreibt mir bitte unbedingt jetzt in die Kommentare rein, was ihr von dem Spiel hält. Und stimmt oben rechts unbedingt mal ab und sagt mir eure ehrliche Meinung, Freunde, weil für mich ist das ganz wichtig. Wir haben jetzt über eine Stunde gezockt, Leute. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt, dass ich das Let's Play, ne? Ich will euer Feedback sehen. Und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich aus der ersten Folge. Und ob es eine zweite Folge geben wird, das werden wir dann am Sonntag hier sehen, Leute. Also stimmt fleißig ab. Schreibt in die Kommentare eure Meinung. Und damit würde ich sagen, euer Rille Peter ist raus. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.